Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der 30-Minuten-WG von Stern und Penguin Random House auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein, mich können Sie hören im Hessischen Rundfunk und ich freue mich sehr, auf dieser Bühne Dirk Steffens begrüßen zu können. Er ist Wissenschaftsjournalist, Geomitarbeiter, Reisender in Sachen Natur und Umwelt und hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben mit dem Catch-Titel Eat It. Bevor wir mit der Kernfrage anfangen, nämlich wie man die Welt retten kann, ohne die Hälfte der Menschheit verhungern zu lassen, sprechen wir zuerst mal über die Gestaltung des Buches. Dieses Buch ist ein Experiment, sagen Sie programmatisch im Vorwort. Was ist daran experimentell? Naja, ich habe es ja zusammengeschrieben mit meiner lieben Kollegin Marlene Göring, also die genauso groß hinten drauf ist und die auch irgendwo rumschleicht, die Marlene. Also da sitzt sie ja, die schleicht gar nicht, die sitzt da vorne. Und das Experiment ist, wir sind zwei Menschen, zwei unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Generationen, unterschiedliches Geschlecht, unterschiedliche Herkunft. Und sehr aufmerksame Leser könnten in den Ich-Passagen dieses Buches bemerken, dass da Widersprüche auftauchen. Also das Ich dieses Buches ist in den 70er Jahren in der norddeutschen Tiefebene und deutlich später auch in Ostdeutschland aufgewachsen, ist mal ein Junge und mal ein Mädchen und hat entsprechend auch verschiedene Erfahrungen gemacht. Also das ist ein erzählerisches Experiment. Wir wollten uns halt nicht verstecken hinter, wie Marlene mal richtig sagt, hinter so allgemeinen Begriffen wie Autorengespanne, das uns machen Mann oder so abstrakte Formulierungen, die keine Person zulassen. Und wir finden das schön, weil Essen etwas ganz Individuelles ist. Also Sie kennen ja alle diese Debatten, musst du vegan essen, musst du dieses, musst du jenes. Und da wird Essen immer ausgerechnet an einem Rechenschieber. Aber Essen ist ja viel mehr als das. Essen ist auch immer etwas sehr Individuelles und deshalb wollten wir diese Perspektive zulassen. Und das Zweite ist, wir haben uns eines kontroversen Themas angenommen, aber wir sind nicht kontrovers. Also wir finden, dass die Streitereien und Fragen wie, bist du Veggie oder Wurstesser, muss es Ökolandwirtschaft oder konventionelle sein, dass das ganz falsche Konflikte sind, die uns die Kraft rauben und unsere Aufmerksamkeit ablenken von den wirklich wichtigen Fragen, nämlich wie man verdammt nochmal diese Welt rettet. Was dieses Buch auch von vielen anderen Büchern über Essen, Tierhaltung, Pflanzenzucht unterscheidet, ist, dass hier erstens keine Tipps gegeben werden und zweitens, und das finde ich noch viel wichtiger, keine Horrorstories ausgebreitet werden, in denen man so richtig baden kann, sondern in einem sehr persönlichen Stil über Essen geschrieben wird. Was machen Sie dezidiert anders als die anderen Bücher über Essen? Ja, wenn man sich auf keine Seite stellt und Wissenschaftsjournalist ist, und das gilt ja sowohl für Marlene als für mich, wir sind also wirklich Wissenschaftsjournalisten, das heißt, alles, was wir denken und argumentieren in der Öffentlichkeit, privat natürlich nicht, da sind wir genauso irre wie alle anderen Menschen, aber was wir versuchen zum öffentlichen Diskurs beizutragen, das muss einen nachvollziehbaren wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und dann fällt vieles, was ideologisch ist oder einfach nur Meinung ist, schon mal aus. Und dann wird man weniger böse. Also man kann es, wenn Sie wirklich differenziert auf Fakten gucken, dann kann man nicht mehr so mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du bist es schuld oder du. Sondern dann stellt man fest, das sind meistens komplizierte Systeme und daran bin ich ja auch beteiligt und nicht nur der andere. Und wenn ich auch beteiligt bin, kann ich ja nicht sagen, Sie sind an allem schuld. Also es wird ja, das funktioniert ja nicht mehr. Und deshalb ist der Ton dieses Buches, finde ich, ein, was Marlene und mir auch entspricht. Ich kenne sie ja jetzt auch ganz gut. Wir sind tatsächlich ganz freundliche Menschen und mögen es, wenn man höflich miteinander umgeht. Und das Buch versucht das eben auch abzubilden. Eine der erschreckendsten Nachrichten, ganz ohne Horrorstory, steht am Anfang des Buches. Und zwar, die Nahrungsmittelproduktion bildet das größte Umweltproblem. Das heißt, größer als die Schwerindustrie, größer als Flug- und Autoverkehr, größer als für die Verbreitung von Brennstäben und Mikroplastik. Ja, nicht nur größer, sondern auch tödlicher. Also das gehört ja auch zum Wissenschaftsjournalismus, dass man nett und höflich ist und niemanden anklagt, heißt ja nicht, dass man naiv sein darf. Also die Analyse der Probleme, die muss schon kristallklar sein. Und es sieht halt so aus. Wir haben auf diesem Planeten 5 Milliarden Hektar landwirtschaftliche Fläche. Wir sind schon jetzt 8 Milliarden Menschen. Mal kurz im Kopf rechnen, das heißt, wenn Sie auf einem Fußballfeld stehen, dann ist das schon mehr als ihr Leben lang für sie zur Verfügung steht, um sie zu ernähren. Also für jeden Menschen weniger als ein Fußballfeld. Jetzt steigt die Weltbevölkerung und wir verlieren jedes Jahr 12 Millionen Hektar fruchtbaren Boden,
Weil wir eine absurde, überindustrialisierte Form von Landwirtschaft haben. Das heißt, das Bild ist ungefähr das, da fahren 2D-Züge aufeinander zu. Das Problem ist absehbar. Das Problem hat das Potenzial, die Nahrungsmittelversorgung der globalen Menschheit zusammenbrechen zu lassen. Wir reden hier von einer Bedrohung für unsere Zivilisation, um das mal ganz oben aufzuhängen, weil es dahin gehört. Aber es gibt eben für all diese einzelnen Punkte, die sich zu diesem Megaproblem addieren, Lösungen. Also die Menschheit hat tatsächlich mehr Lösungen als Probleme. Ich weiß, das ist ein irrer Satz an so Tagen wie heute, wenn man in die Nachrichten guckt. Da hat man ja das Gefühl, wir alle werden überwältigt von einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Aber glauben Sie mir, meine Damen und Herren, es gibt mehr Lösungen als Probleme, aber wir reden viel mehr über die Probleme als über die Lösungen. Und das ist vielleicht dann auch ein Kommunikationsproblem. Der in der Pandemie am meisten zitierte Satz von Friedrich Hölderlin lautet, wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Jetzt kommen wir tatsächlich dazu, wie können wir die Menschheit ernähren und gleichzeitig die Welt retten? Also man kann ja den Nahrungsmittelbedarf nicht reduzieren. Ne? Also das ist mal, man hat so ein paar Rahmenbedingungen und man kann die Erde auch nicht aufpumpen. Also wir können die nicht vergrößern. Das heißt, wir sind da so ein bisschen eingeengt. Und deshalb haben wir auch mal durchdekliniert, was gibt es für andere Formen. Das eine ist natürlich eine sehr stark modernisierte Landwirtschaft. Also ich versuche das mal plastisch zu machen. Wenn Sie einen riesen Trecker haben, mit dem Sie übers Feld fahren, und dahinter ist ein Fass mit Pestiziden und das so duschmäßig die ganze Landschaft damit einduscht, dann ist das eine große, dumme Maschine, mit der Sie viel kaputt machen. Die ist schwer, verdichtet den Boden, was die Artenvielfalt im Boden verringert. Artenvielfalt im Boden ist fast gleichzusetzen mit Fruchtbarkeit von Boden, also mit Nahrungsmittelertrag. Das heißt, viele kluge, kleine, digitalisierte Maschinen, die wie so ein Rasenmäherroboter über die Felder fahren, und wenn es denn notwendig ist, ein Tröpfchen Pestizid nur an der einen Pflanze fallen lassen, die auch wirklich befallen ist. Und nicht in Amerika ja sogar Flugzeuge aus der Luft, also eine Dusche für die ganze Welt, die alles kaputt macht. Also das ist ein Weg. Ein weiterer Weg ist, dass wir Erkenntnisse, alte und neue, also erfahrungsempirische Erkenntnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse über die Ökologie von Böden und Pflanzen anwenden. Also wenn Sie zum Beispiel, das hat mich jetzt besonders beeindruckt, ich werde ja auch immer gefragt, sind Sie Vegetarier? Nein, bin ich nicht und ich will auch keiner werden und ich finde diese Frage unintelligent. Denn wenn man, wie lange muss man kein Fleisch gegessen haben, um diesen Titel Vegetarier führen zu dürfen? Monat? Halbes Jahr? 12 Jahre? Das ganze Leben? Und wenn Sie nach 10 Jahren ohne Fleisch einmal irgendwo im Stadion eine Wurst essen, kommen Sie dann in die Hölle? Also Sie sehen daran, dass diese Frage schon falsch ist, weil sie nicht verbindet, sondern weil sie versucht zu separieren. Sie versucht die Essenden, also die Menschen, in Gute und Böse einzuteilen und sowas finde ich doof. So, und jetzt habe ich komplett den Faden verloren, weil ich mich gerade, I'm heating up with this. Das ist kein Problem, ich habe ihn in der Hand, den Faden. Es gibt keinen Grund dafür, Menschen hungern zu lassen. Ja, es ist genug Essen für alle da. Das Problem ist vielleicht, dass einige wenige versuchen, so viel Geld wie möglich damit zu verdienen. Ja, das hat was mit großen Konzernen zu tun und mit Verteilungsgerechtigkeit. Also es sterben im Moment wahrscheinlich noch mehr Menschen, weil sie zu viel essen. Also mehr Menschen sterben daran als Menschen, die hungern. Das ist ein unerträglicher Satz, dass es mehr Übergewichtige gibt als Hungernde, aber gleichzeitig eben auch sehr viele Hungernde. Ein absolut unerträglicher Zustand. Das hat was mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun, sehr viel. Und mit Ineffizienz. Also Sie müssen sich mal vorstellen, wir haben diesen ganzen Planeten umgestaltet. Den kompletten Planeten. Also wir haben die Hälfte der bewohnbaren Fläche auf diesem Planeten ist landwirtschaftliche Fläche. Die Hälfte. Und was wir dann machen mit diesen Lebensmitteln, die wir mühsam unter Einsatz von Maschinen, Geld, Arbeit, Schweiß, Chemie und allem Möglichen erzeugt haben, ein Drittel davon schmeißen wir wieder weg. Und zwar ungegessen. Ein komplettes Drittel. Und wir haben uns dann zum Beispiel auch mal für Deutschland angeguckt, wo denn eigentlich? Also wenn man dieses Drittel reduzieren würde, sagen wir mal, die Menschheit würde nur noch halb so viel Lebensmittel wegschmeißen, dann hätten wir, ich traue mich das als alter Wissenschaftsjournalist zu sagen, dann hätten wir das größte ökologische Problem unserer Zeit zumindest so weit gemindert, dass wir für die Lösung der anderen Probleme, also was für Autos wollen wir fahren, können wir vielleicht mal einen vernünftigen Treibstoff für Flugzeuge entwickeln und so weiter, genug Zeit hätten, das mit Augenmaß zu machen. Also wir reden über das größte Ökoproblem von allen. Und wir könnten es
zumindest stark lindern, wenn nicht lösen, durch weniger wegwerfen. Und es wird in den Privathaushalten weggeschmissen. Ja, in Deutschland zumindest. Also es unterscheidet sich, natürlich ist in einem Entwicklungsland, in dem die Menschen arm sind, wird es nicht von Privathaushalten weggeworfen, sondern die haben dann das Problem, dass sie keine guten Transportlogistik haben. Aber bei uns, es ist nicht Handel, es ist nicht die Landwirtschaft, es ist nicht die Logistik und nicht die verarbeitende Industrie. 59% von allen essbaren Lebensmitteln werden von Ihnen und von mir weggeworfen. Und einfach, weil wir unüberlegt einkaufen, unseren Kühlschrank falsch managen und auf sowas wie das Mindesthaltbarkeitsdatum gucken, was totaler Blödsinn ist. Also nur mal ein Beispiel. Wenn ich Salz hält sich in der Natur ungefähr 100 Millionen Jahre lang frisch. Bis ich komme und das in eine Packung fülle und draufdrucke, mindestens haltbar bis 23. September und danach schmeißen wir es dann weg. Also wir gehen mit diesen Naturgütern völlig irre um. Und dieser Hebel, ich weiß, das hört sich so klein an. Man denkt immer, man braucht eine neue Regierung, die ganze Welt muss vegan werden oder irgendwelche drastischen Schritte. Nein, der erste richtige, wichtige Schritt, der nichts kostet, keine Verbote, kein Verzicht und der sogar Geld spart, bitte schmeißen Sie weniger weg. Eigentlich wollte ich ja mit meiner Frage auf die Gewinnorientierung hinaus, also letztendlich auf die kapitalistische Struktur auch der Lebensmittelwirtschaft. Jetzt habe ich bei Ihnen gelernt, und das fand ich sehr erstaunlich, dass wenn die Menschheit von Beginn an kapitalistisch gedacht hätte, dann wäre sie keine 1000 Jahre alt geworden. Naja, das muss man halt wissen. Also wir haben ja den größten Teil unserer Evolutionsgeschichte, also sowohl der biologischen als auch, als wir dann Homo sapiens waren, der sozialen Evolution unserer Art, in kleinen Horden verbracht. Muss man sich so vorstellen, vielleicht 50 Leute und die zogen als Nomaden durch die Gegend. Wenn Sie ein nomadisches Volk sind, ich habe auf meinen Reisen um die Welt ja noch ein paar davon kennenlernen dürfen und war mit denen mal unterwegs, ein nomadisches Volk, Besitz belastet, ist da jetzt mal buchstäblich zu nehmen. Also wenn Sie in einem Nomadenvolk leben und Sie wollen Reichtümer anhäufen, dann müssen Sie die auch immer mitschleppen, was echt blöd ist zum Überleben. Also das mindert Ihre Überlebenschancen. Und wenn keiner mehr besitzt als andere, dann bilden sich meistens auch keine Hierarchien raus. Übrigens auch keine sexuellen Hierarchien. Also es gibt jetzt keine Belege dafür, dass Nomadenstämme von fiesen Männern regiert waren und die Frauen alle unterdrückt waren, sondern wir dürfen uns das mit einem gewissen Recht halbwegs, nicht völlig natürlich, aber so halbwegs egalitär und fair vorstellen. Gut, wenn einer von den 50 ein Riesenarschloch war, dann war einer von den 50 ein Riesenarschloch. Ne? Also ich meine, das ist so wie im echten Leben, das kriegt man nicht weg. Aber das ist eben, die konnten nicht kapitalistisch sein, weil sie sich dann hätten sie einfach nicht überlebt. Aber die Sesshaftigkeit rückgängig zu machen, ist ja auch illusorisch. Nee, das ist nicht der Weg, aber da kommt das halt her. Wir denken ja immer, irgendein schlauer Theoretiker hätte sich sowas wie Kapitalismus mal ausgedacht. Aber nein, ich meine, wir sind Nomaden und dann kommen wir zwei auf die Idee, jetzt lassen wir uns hier mal nieder und bauen Getreide an. Natürlich horte ich das Getreide von meinem Feld und Sie horten das Getreide von Ihrem Feld. Und wenn Sie dann immer mehr haben als ich, dann fange ich irgendwann an, neidisch zu werden. Und vielleicht klaue ich Ihnen auch mal was oder so. Also da kommt vieles von dem, was wir als Probleme haben, her. Und heute, Sie müssen sich die Nahrungsmittelindustrie, die globale, nicht so vorstellen wie die Betriebe, die Sie kennen und die dann vielleicht in Deutschland sind oder Europa, sondern das ist tatsächlich eine Handvoll internationaler Großkonzerne, die im Grunde die Welternährung kontrollieren. Mal ein Beispiel, Hähnchen, Masthähnchen. Es gibt auf dem gesamten Planeten genau 4 Hähnchenarten, die in der Massentierhaltung gezogen werden, diese Hybridarten, 4 auf der gesamten Welt. Und egal wo auf diesem Planeten Sie sich gerade irgendwie bei Chicken McNuggets oder so irgendwie sowas reinziehen, einer dieser 4 Konzerne hat das Ding gemacht und hat ein Patent für diese Hybridart. Es gibt nicht da hunderte Arten von verschiedenen. Ne? So, und so muss man sich das vorstellen. Es gibt ganz wenige große Konzerne, die sehr, sehr viel kontrollieren. Und was deshalb ganz wichtig ist und was man sich eben nicht vorstellen kann, wir haben die Verbindung zum Essen verloren. Früher kam das Essen, bei unseren Großeltern weitgehend, aus unserer unmittelbaren Umgebung. Und man hatte einen mehr oder weniger direkten Einfluss davon, wie die so hergestellt werden und wo die herkommen. Mein Steak heute kommt aus Argentinien, mein Kaffee kommt aus Äthiopien, die Schokolade aus Peru, die Mango von den Philippinen, die Tomaten aus Spanien. Wenn ich auf Toilette gehe, ist das die Versitzung der Vereinten Nationen. Und das kann man buchstäblich so sagen,
aber wir wissen das nicht und sie können das nicht fühlen, weil sie im Supermarkt einkaufen. Und deshalb wissen sie nicht, dass die Chicken Nuggets, die sie in den Supermärkten in Deutschland einkaufen, sehr wahrscheinlich von einem brasilianischen internationalen Konzern kommen, die dafür Regenwald abgeholzt haben, wo Mais angebaut wird und riesige Massentierhaltungsfarmen irgendwo in Brasilien stehen. Sie denken, sie kaufen Hühnchen, die irgendwo zumindest aus Europa kommen, aber Pustekuchen. Und weil wir diese Kette nicht fühlen können beim Einkaufen, haben wir diese großen Probleme und das Ganze ist, ich bin jetzt kein Antikapitalist, aber hier muss man mal sagen, das Ding ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Also man kann, glaube ich, kapitalistische Ströme da weiter zurückfahren als bei anderen Produkten, vielleicht ähnlich wie in der Gesundheitsindustrie, die auch inzwischen eine Industrie ist. Aber nochmal zurück zu den Bedürfnissen. Sie haben es am Anfang gesagt, Essen ist nicht nur oder wahrscheinlich noch nie nur dazu da gewesen, satt zu werden, sondern Essen ist ein sozialer Akt, Essen ist eine kulturelle Errungenschaft. Und was mich wirklich erstaunt hat in Ihrem Buch, werden sogenannte Henkersmahlzeiten aufgelistet. Und da findet man nicht Coq au Vin oder Austern oder Kaviar, sondern man findet Burger, Chips und Pommes. Wie kommt das? Weil Essen, Sie haben es ja schon in der Frage ein bisschen mit angedeutet, Essen ist Identität. Also wenn jemand Ihnen mit dem Argument kommt, du musst vegan essen, weil ich dir vorrechnen kann, dass das klimafreundlicher ist, dann hat dieser Mensch ganz ohne Frage recht. Das stimmt. Und das ist auch unbestreitbar. Aber Essen kann man halt nicht mit dem Rechenschieber betreiben. Also das kann man einfach nicht machen. Essen ist Identität, Selbstverständnis, ihre Kindheit, die Lieblingsgerichte, die Mama oder Oma gekocht haben. Essen ist sehr individuell, sehr persönlich, sehr intim. Und da kann man nicht einfach rangehen und was ausrechnen und dann sagen, du musst das essen, weil das für die Welt besser ist. Wir haben das im Vorgespräch, fiel mir vorhin der Vergleich an, das ist ungefähr so, als würden Sie sagen, ich habe mir das genau ausgerechnet, Sie dürfen nicht 85 werden, sondern nur 70, weil das besser fürs Klima ist. Wenn man dieses Argument mal so überführt, dann sieht man, wie viel Unmenschlichkeit da eigentlich drin steckt, wenn man so extreme Forderungen erhebt. Essen ist ein urfreiheitlicher Akt und dieses Privileg, das wir haben, dass wir uns unser Essen aussuchen können und dass wir unsere Traditionen da widerspiegeln können, das möchte ich mir tatsächlich auch von niemandem nehmen lassen. Also ich bin in Hamburg geboren und wohne in Bayern und ich weiß genau, in einem Biergarten in Bayern ohne Bier und Breze, nur weil das vielleicht rechnerisch nicht das Beste ist. Und in Hamburg esse ich auch nach wie vor, auch wenn es für die Ökologie wirklich scheiße ist, aber ich esse ab und zu noch ein Fischbrötchen, weil es einfach zu meiner kulturellen Identität gehört. Dann muss man damit zwar verantwortlich umgehen, aber ich lasse mir das nicht verbieten. Die Freiheit bei der Wahl des Essens ist tatsächlich noch gar nicht so lange so selbstverständlich, wie Sie das jetzt gerade gesagt haben. Denn es gab handfeste religiöse Vorschriften, was wir zu essen oder was wir nicht zu essen haben, welches Essen mit welchem kombinierbar ist. Und da habe ich immer gedacht, na ja klar, das waren die Hygienebedingungen zu der Zeit, die das sozusagen verbrämt in Religion gefasst haben. Aber das ist es nicht nur. Nein, das ist es nicht nur, da steckt viel mehr dahinter. Aber das Gute daran, an dieser Doktrin, also Essen ist ja auch Macht. Also die direkte Macht ist, wenn Sie eine Ritterburg belagert haben im Mittelalter, dann haben Sie versucht, die auszuhungern. Also Sie versuchen über das Abschneiden von Nahrungsmittelversorgung, können Sie Macht ausüben. Denken Sie mal, Sie denken, das sei vorbei? Na, gucken Sie sich mal den Ukraine-Krieg an und die Getreidelieferungen. Wir machen das noch genauso, nur in größerem Maßstab. Also die Verteilung von Lebensmitteln und die Herstellung reflektiert auch immer Machtverhältnisse. Das gehört immer dazu. Aber die gute Nachricht ist, von irgendwelchen Ideologen lassen wir Menschen uns unser Essen eigentlich nicht versauen. Ein schönes Beispiel aus dem Mittelalter. Da kam irgendein Papst, das kann man religiös überhaupt nicht herleiten, kam auf die irre Idee, man darf freitags kein Fleisch mehr essen, sondern nur noch Fisch. Und in vielen Klöstern wurden dann Biber zum Fisch umgewidmet, sodass man dann auch, man hat dann einfach, ne, Sie sehen die Kreativität. Und das funktioniert schon auch. Wir wollen und können uns bei unserem Essen nicht so sehr reinreden lassen. Warum gibt es denn so einen vehementen Kulturkampf gegen Menschen, die sich ihre eigenen Essensvorschriften machen und beispielsweise auf sämtliche tierischen Proteine verzichten? Warum gibt es T-Shirts mit Sprüchen, wenn ich kein Fleisch mehr habe, esse ich Vegetarier? Naja, also ich versuche es mal ganz flapsig zu beantworten.
Ich reise mein ganzes Leben lang um die Welt und den größten Teil davon mit einem befreundeten Kameramann. Also wir haben alle Kulturen, alle Kontinente, alle Hautfarben, also name it. Und wir haben die völlig unwissenschaftliche, bitte nicht zitieren, das ist eine absolut haltlose These. Es gibt auf der Welt ungefähr 10% Arschlöcher. 90% sind vernünftig, das ist eine wunderbare Nachricht, aber es gibt 10%, also es gibt einen gewissen Prozentsatz, jetzt mal ein bisschen seriöser wieder, es gibt einen gewissen Prozentsatz von Menschen, mit denen kann man einfach nicht vernünftig reden. Ich war mal auf einem Kongress der Flacherdler in den USA. Versuchen Sie mal jemanden, der glaubt, die Erde sei eine Scheibe, mit Sachargumenten zu überzeugen. Das können Sie vergessen. Sie können auch einen Rassisten nicht mit Argumenten davon überzeugen, dass Rassismus blöd ist. Sowas funktioniert nicht. Und nach dem Buch und auch dem Dokumentarfilm dazu kriege ich jetzt böse Hassmails. Relativ, noch nicht so viele, es sind erst ein paar hundert, aber von zwei Rändern. Also es sind so extrem Güllebauern-affine, also äußerster rechter Rand und die Hardcore-Veganer-Fraktion. Und das kann ich Ihnen mal sagen, die Terminologie von diesen beiden Gruppen unterscheidet sich nicht. Die sind beide gleich extremistisch, gleich gnadenlos und gleich intolerant. Und ich finde, das allein erzählt schon die Geschichte. Was immer interessanter wird im Sinne von, lasst uns mal gucken, was technologisch möglich ist, um unser Essensproblem zu lösen. Wie gesagt, bald 10 Milliarden Menschen und die Industrie möchte auch noch Biokraftstoffe haben, ist die künstliche Herstellbarkeit von Fleisch. Und zwar nicht ein Fleischersatzprodukt aus Pflanzenproteinen, sondern tatsächlich echtes Fleisch, das gezüchtet wird in großen Tanks und sich am Ende weder im Geschmack noch im Aussehen von echtem Fleisch unterscheidet, vielleicht sogar besser ist, weil es eben nicht durch Umweltgifte belastet ist, nicht durch die Pharmaindustrie und nicht durch einen schlechten Lebenswandel des Tieres. Warum kämpft man so gegen dieses Produkt? Ach, weiß ich gar nicht. Also es gibt in den USA viele Start-ups und Großinvestoren, die genau das machen. Es ist eher so, man muss hier ein bisschen unterscheiden. Also Marlene und ich denken eher darüber Weltrettung. Also wir müssen mal gucken, dass wir unsere Art, den Homo sapiens, so über die nächsten 100 Jahre kriegen. Wir haben da ein paar sehr ernsthafte Probleme, ohne Scheiß. Also es ist wirklich ernsthaft, was wir da an Problemen haben. Die In-vitro-Fleisch ist im Moment eher ein ethischer Ansatz. Also das ist ökologisch, es verbraucht so viel Energie in der Herstellung, dass es nicht unbedingt umweltfreundlicher ist. Aber es hat natürlich das eine große Argument auf seiner Seite, sie haben nicht diese quälerische Massentierhaltung. Das finde ich super. Und als Wissenschaftsjournalisten würden wir sagen, Marlene, hau mich, wenn ich irgendwas sage, wo du nicht zustimmen kannst. Da muss man jetzt mal ergebnisoffen gucken, wenn sich die Technologie weiterentwickelt und man das auch ökologisch irgendwann sinnvoll darstellen kann, dann ist das doch eine von mehreren möglichen Lösungsbausteinen. Warum denn nicht? Wenn kein Tier gelitten hat, gibt es doch noch nicht mal mehr einen moralischen Grund, es nicht zu essen. Der Fleischkonsum ist in den letzten vier Jahren um 10 Kilo pro Kopf gesunken. Also der Wandel hat schon begonnen. Alles Weitere, meine Damen und Herren, müssen Sie selbst nachlesen in diesem erhellenden, wunderbaren Buch Eat It von Dirk Steffens und Marlene Göring. Und damit verabschiede ich mich aus der 30-Minuten-WG von Stern und Penguin Random House. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Haben Sie einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören, Marlene. Und hier geht es jetzt.